und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zum Kanal Feedback für Stony LP. Wenn wir hier auf den Kanal gehen, sehen wir als erstes, also ich finde, der Banner sticht schon sehr ins Auge. Da geht sogar dein Oscar aus der Mülltonne Avatar ein wenig unter. Ich finde es mit der Schriftart sehr gut gemacht. Ich finde auch Game Over ist eine ganz nette Idee auf jeden Fall. Also der Banner gefällt mir tatsächlich gut. Er lässt erahnen, dass bei dir Horror- und Gruselspiele zu finden sind. Das allerdings passt dann nicht ganz zu den Spielen, die du momentan Let's Playst. Aber gut, es, ja, ne? Er erweckt andere Erwartungen, sagen wir es mal so. Dann heißt dein Kanal Stony LP Let's Play auf höchstem Niveau. Sehr, sehr nett. Merkt man sich auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, dein Avatar finde ich sehr, hat auf alle Fälle einen Wiedererkennungswert. Fügt sich jetzt nicht unbedingt ins Banner ein, muss aber ja auch letzten Endes nicht sein. Ne? Was mir auf den ersten Blick noch sofort aufgefallen ist, als ich mich hier so durchgescrollt habe, ist, dass du die positiven Bewertungen hier sogar auf der Startseite mit drauf hast. Ich sage das jetzt nicht nochmal. Wie gesagt, muss jeder selber wissen, ich würde es anders wählen. Dann gucke ich für den ersten Blick ja immer, wie aufgeräumt ist die erste Kanalseite und passt es alles und ist es so für mich übersichtlich und alles zu finden. Und tatsächlich ist es so, du hast hier die Playlists nochmal komplett und deine neuesten Videos. Ich denke, das ist auch eine vollkommen ja, passende Anordnung. Man findet sich auf jeden Fall schnell zurecht. Das Einzige, was ich auf alle Fälle anders machen würde, wäre, dass du abgeschlossene Projekte von den laufenden Projekten trennst und ja, einfach, dass man das auf den ersten Blick sieht, das ist schon abgeschlossen und da bist du einfach noch dabei zu Let's Playen. Das würde ich vielleicht noch ändern. Dann schauen wir mal ins Über uns hinein und du schreibst: Sieh an, wer hat sich denn da auf meinen Kanal verirrt? Stony ist mein Name, Games meine Leidenschaft. Ungepflegter Blödsinn mein Leben. Ich habe kein bestimmtes Lieblingsgenre, werde jedoch garantiert MMOs, RPGs, MOBA-Games und auch den ein oder anderen Shooter sowie Aufbau- und Strategiespiele hochladen. Endlich mit eigenen Thumbnails. Laufende Projekte? Don't Starve. Täglich zwischen 17 und 19 Uhr eine Folge, sonntags immer erst später am Abend. FTL, Faster Than Light, ein- bis zweimal die Woche ein Video. Abgeschlossene Projekte Limbo. Comments und Likes sind natürlich gerne gesehen. So, das heißt, wenn man auf deinen Kanal kommt, erfährt man jetzt von dir nur nicht viel, aber man erfährt auf jeden Fall, was einen auf diesem Kanal hier so erwartet, ne? Und das ist ja auch in Ordnung und es ist okay, auf jeden Fall. Ich gebe dir jetzt hier für den ersten Blick, dadurch, dass es für mich sehr übersichtlich ist, 4,5 von 6 Punkten. Wenn man sich dann den zweiten Blick, an den zweiten Blick heranwagt, und das machen wir jetzt natürlich auch gleich, dann möchte ich gleich auf das Über uns und deine Startseite zurückkommen. Und zwar schreibst du hier, dass von Don't Starve täglich eine neue Folge kommt und von FTL Faster Than Light ein- bis zweimal pro Woche ein Video. Gucke ich jetzt auf deine Startseite, dann sehe ich, dass von Don't Starve nicht täglich ein Video kommt. Das heißt, deine Beschreibung ist falsch. Wir gucken hier in die Videos nochmal rein. Einmal, ja, Uploads. Da hast du Don't Starve vor 5 Tagen, vor einer Woche, vor einer Woche, vor einer Woche, vor 2 Wochen, vor 2 Wochen. Also das Ganze ist 2 Wochen her. Das heißt, ich müsste 14 Teile finden und ich finde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Statt 14. Prinzipiell finde ich, ist es nicht schlimm, ne? Also man muss nicht jeden Tag einen Teil hochladen. Allerdings würde ich das dann in dem Über uns tatsächlich ändern. Auf dem zweiten Blick fällt das halt auf, dass das nicht ganz passt. Genauso wie das FTL, was du hier, also das Faster Than Light, wo du eigentlich, du hast bei Teil 4 dazu geschrieben, dass das jetzt der letzte Teil ist, den du da Let's Played hast.
Also ist es im Über uns auch nicht aktuell. Und du hast den Chirurgiesimulator, der steht gar nicht drin. Also überarbeite unbedingt das Über uns, denn das Ding ist tatsächlich einfach nicht aktuell. Das solltest du unbedingt ändern. So, dann kommen wir jetzt aber ja mal auch ein bisschen hier, ne, so zu den positiven Sachen. Ich gehe mal auf die Thumbnails als erstes ein. Ja, man sieht auf alle Fälle, um welches Spiel es geht. Es ist nicht zu übersehen. Ich finde auch die Zahlenanordnung tatsächlich, die ist okay. Du hast jetzt dich dazu entschieden, die Zahlen rechts zu wählen. Wenn du hier auf deine Playlists, wenn du diese Playlist so anordnest, wie du es hier gemacht hast, siehst du, sind Zahlen auf der rechten Seite immer etwas ungünstig. Wenn du das so beibehalten möchtest, dann leg die Zahlen ruhig auf die linke Seite, dann sieht man sie auf jeden Fall besser. Ansonsten möchte ich da auch gar nicht meckern. Es ist okay, es ist klar, übersichtlich, es sind normale, gute Thumbnails, würde ich sagen. Ne? Also das passt auf jeden Fall. Dann gucken wir uns ein bisschen deine Aktualität an. Dazu gehen wir hier wieder in die Videos und schauen mal, ob du deine Playlisten ordentlich pflegst. Du bist beim Chirurgensimulator hier bei Teil 2. Bei Don't Starve bist du jetzt hier bei Teil 3, also in der Staffel von Wendy, ne? Du hast ja vorher Wilson schon gespielt, das weiß ich ja. Und ja, FTL bist du bei 4. Wir gucken in die Playlists hinein und wir sehen, du bist hier auch bei 2 Videos, du bist bei Wendy bei 3 Videos und du bist beim FTL bei 4 Videos. Das heißt, da bist du auf alle Fälle sehr aktuell. Das ist sehr vorbildlich, sehr, sehr schön. Und jetzt gucken wir uns natürlich auch die Playlist-Beschreibungen an. Und ich war so froh, so, so, so happy, als ich gesehen habe, dass du tatsächlich überall eine kleine Playlist-Beschreibung drinne hast. Und das finde ich, ja, ich persönlich finde es sehr angenehm und sehr schön. Du hast überall ein bisschen was geschrieben. Und es soll so auch sein. Dazu sind die Playlist-Beschreibungen da. Wie gesagt, ich mag das sehr. Ich finde es gut, dass du das hast. Gott sei Dank. Dann habe ich mir natürlich die Zuschauerinteraktion angeguckt. Ich finde, die ist bei dir auch durchaus okay. Du gehst auf die Kommentare ein. Du kommentierst ja auch bei anderen so ein bisschen. Das heißt, du bekommst auch mit deinen, zur Zeit der Aufnahme hast du 43 Abos, bekommst du tatsächlich für die, also im Verhältnis relativ viele und sehr, sehr nette Kommentare. Die Leute nehmen sich da wirklich Zeit, deine Videos anzugucken. Das finde ich schön und freut mich einfach auch sehr, dass das so ist. Also sehr, sehr nett. Und da, wie gesagt, du gehst drauf ein. Nicht immer. Also ich habe schon gesehen, dass du manche nicht beantwortet hast. Wahrscheinlich, weil du nicht wusstest, was du da schreiben sollst. Ein kleines Danke wäre vielleicht einfach, das reicht dann aus. Also es ist okay, du könntest da, wenn du auf jeden Kommentar eingehen würdest, wäre es perfekt, aber ich will da auch gar nicht groß rummeckern. Ich finde, das ist schon in Ordnung. Auch die Regelmäßigkeit, mit der du deine Videos hochlädst, finde ich in Ordnung. Immer alle paar Tage eins, das reicht vollkommen aus. Wie gesagt, nur über uns würde ich es halt einfach ändern. Auch die Videobeschreibung an sich finde ich tatsächlich in Ordnung. Du hast überall was drunter geschrieben unter deine Videos und deswegen kann ich dir jetzt hier für den zweiten Blick 4,5 von 6 Punkten geben. Dann kommen wir zum Herzstück, die Videos. Ich habe mir angeschaut den Chirurgiesimulator Teil 2. Und da hast du eine Bildqualität von 1080p, was natürlich schon sehr gut ist. Auch dein Ton ist einwandfrei, da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Du kommentierst durchgehend flüssig, es klingt für mich sehr nett und es ist okay. Also wirklich, da gibt es gar nichts zu meckern. Die Begrüßung ist sehr nett, du verabschiedest deine Zuschauer. All das, was ich in einem Video persönlich echt wichtig finde, das hältst du hier auch ein. Nicht umsonst habe ich dich ja auch abonniert, ne? Sonst hätte ich das ja nicht getan. Und ich finde es einfach wirklich, du hast da einen sehr, sehr netten Stil zu kommentieren. Ich zeige da jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt auch aus dem Teil, den ich hier gesehen habe. Und ich wünsche jetzt einfach mal allen viel Spaß dabei. Meine Uhr im Brustkorb verloren. Das passiert auch den besten Chirurgen. Geh raus hier! So. Hier. Halten Sie bitte kurz. So, als nächstes. Genau, jetzt nehmen wir da noch die Leber raus. Ernsthaft mal. Moment, ich muss die erst rausfischen. Nimm das doch. Gott, der ist so schrecklich.
ich traue mich nie wieder ins Krankenhaus gehen, nachdem ich das Spiel gespielt habe. Allerdings traue ich mir eine Herztransplantation zu. Geh raus! Der hängt hier irgendwo. Ja, wie das aussieht. Geh jetzt! Das gibt's doch nicht, oder? Ja, da hilft alles nix, ne? Da müssen wir bohren. Wie meine Zahnärztin so gerne sagt. So, Amma, jetzt nicht mehr bohren, bitte. Weglegen. Oh nein, die Spritze, die Spritze! Wo ist sie? Ne. Ja, verdammt. Gott, das ist so schrecklich, das Spiel. Ich sag's euch, das ist... Es ist auch eines der schwersten Spiele, die ich je gespielt habe. Das kann ich ohne zu übertreiben behaupten. Man kann sich hier schon echt ganz gut ein Bild machen, wie du so kommentierst. Ich finde das wirklich, ja, sehr nett und sehr lustig. Ich meine, du hast dir da aber auch echt ein Spiel zum Let's Playen rausgesucht, da muss man ganz klar sagen. Aber ja, es passt auf jeden Fall. Dann habe ich mir angeschaut von Wendy hier, von Season 2, den dritten Teil von Don't Starve. Auch hier bist du bei einer Bildqualität von 1080p, was natürlich sehr gut ist. Auch hier der Ton wieder, du kommentierst auch hier wieder flüssig, Begrüßung passt, Verabschiedung passt. Wie gesagt, alles, was mir wichtig ist in Videos, das findet man hier auch. Vielleicht werfen wir hier einfach auch mal einen kleinen Blick rein, damit man ein bisschen Unterschied sieht, wie du so die unterschiedlichen Spiele Let's Playst. Hallo und willkommen zurück bei Don't Starve. Ja, wir machen gleich mal Continue. Wir sind bei Tag 5 angelangt inzwischen. Und oh, es sieht nicht gut aus mit unserem Leben. Darum, nein, wir essen keine Kaka. Was gibt's eigentlich für Wege, das Leben wiederherzustellen, außer dem Essen? Da muss es doch auch irgendwas geben, oder? Irgendetwas gab's da doch. Irgendwas mit Spinnenseide oder so, glaube ich. Nee, da war's nicht. Survival wahrscheinlich. Healing Salve. Ja, haben wir nix. Da bräuchte man Honig. Ach, ja, egal. Schauen, dass wir hier nicht unbedingt... Nein! Ach, ich bin ein Idiot. Wenn ich so weitermache, überleben also wir hier gar hier nichts auch, mehr. Du hast da wirklich eine sehr, sehr nette Art zu kommentieren, auch bei diesem Spiel natürlich. Und es macht echt Spaß, da auch zuzuschauen. Ich gebe dir hier für deine Videos tatsächlich auch die Höchstpunktzahl. Da bekommst du 6 von 6 Punkten. Dann schaue ich ja immer im... nochmal so rein, kann ich hier Bonuspunkte vergeben oder nicht? Und schau, gibt es Facebook, gibt es Twitter, gibt es eine Webseite, gibt es irgendwas, wo ich Bonuspunkte ja um mich schmeißen darf? Habe ich jetzt bei dir leider nichts gefunden. Ich meine, du hast hier zwar Google Plus, aber ich mache das auch mal auf hier. Ich benutze Google Plus ja nicht, ich kenne es überhaupt nicht. Ich habe das mit den Social Networks nämlich auch nicht so. Und da ist eigentlich nichts außer dein Kanal. Da gibt es jetzt natürlich dann keinen Bonuspunkt dafür. Dann hast du noch das Let's Play Forum verlinkt, was natürlich auch in Ordnung ist. Also das finde ich schon okay, aber auch dafür gibt es natürlich keinen Bonuspunkt. Ist ja nicht dein Werk, ne? Nur dein Link. Ja, ich bin also hier auf eine Gesamtpunktzahl von 15 Punkten gekommen. Das ist schon wirklich gut und das ist vollkommen okay. Ich würde jedem, der Don't Starve mag, raten, hier wirklich mal reinzuschauen und sich ein bisschen auf dem Kanal umzusehen. Ich wünsche euch jetzt allen noch einen echt tollen Tag und hoffe, ihr lasst es euch gut gehen und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!